Moin Leute und willkommen zurück zu The Last of Us mit einer besorgten Ellie, die auf dem Weg ist, um Joel aus dem Keller, na nicht zu befreien, sondern ja, um ihn aus dem Keller zu holen, denn so ein paar nervige Typen, die, ich sehe jetzt gerade keinen, aber die hier rumlungern, von David hieß der Typ. Wir haben David getroffen. Zuerst dachten wir, der ist cool, dann war er aber doch nicht cool, weil sich herausgestellt hat, dass er dann uns doch auf dem Kieker hatte sozusagen, weil wir seine Männer zuerst getötet haben, dann hat er von uns erfahren und ist alles lange Geschichte. Die suchen jetzt nach uns. Joel ist in diesem Gebäude im Keller irgendwo, glaube ich. Und wir wollen ihn jetzt da rausholen. So. Die sind fleißig auf der Suche nach uns. Das ist natürlich semi-geil. Was gefunden, Mann? Nichts. Was gefunden? Hier auch nichts. Also los, suchen wir wie weiter. Wie viele? Okay, ich muss einmal die Lage checken. Also. Hey, du, such da. Eins, zwei. Bis jetzt, drei Leute. Ich glaube, das war's dann. Alles klar. Ich schätze mal, reinkommen tun wir da hinten, wo er gerade diese kurze Treppe hochgekommen ist. Okay, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Was zum Henker? Ja, was zum Henker? Der hätte mich sonst gesehen. Oh, nein. Oh Mann, Alter, warum muss er sich denn wieder zu mir drehen? Ey, ich habe immer so viel Pech in diesen Situationen. Das gibt's doch nicht. Oder ist das knallhartes Unvermögen? Ich weiß es ja nicht. Aber die drehen sich immer dann genau. Oh, du Scheiße. Was ist denn? Diese Knifte hier hat aber auch richtig Wumms hinter, muss ich mal sagen. Okay. Ich hab sie nicht gesehen. Dieses Gewehr ist ja der Oberkiller. Oh Moment, ich hab keine Medikits mehr. So. Kann ich da was herstellen? Ich kann das nicht, aber eine Nadelbombe mache ich mir mal schnell. Dann einmal verbinden. Ja, jetzt haben wir auch eigentlich alle, glaube ich, ausgeschaltet. So. Kurz und schmerzlos. Brutal und eiskalt. Warum nicht? Ich habe ja, vorher ist mir schon klar geworden, nicht aufgefallen, sondern klar geworden, dass ich mit meinen nicht vorhandenen Schleichkünsten hier sowieso nicht durchkomme, ohne Aufsehen zu erregen. Deswegen lassen wir den Scheiß von wegen hier, ja, da sind drei und wenn ich mich darum schleiche, das funktioniert sowieso nicht. Also, der Nachteil ist, dass ich natürlich mich permanent um Munition kümmern muss. Wie komme ich hier raus? Wie hier raus? Ich will nicht hier raus, ich will hier rein. Oh, Moment. Ah, da. Da gibt's, ein Loch in der Wand. Da kann ich durch. Ja, also, von daher, ne? Ist eh wurscht. Munition finden wir eigentlich relativ. Naja, häufig ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Zum Beispiel hat auch keiner von den Lappen da vorne. Ich kann da nochmal gegenchecken, aber ich glaube, von denen hat keiner Munition verloren. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Und hier liegt auch nichts rum. Nischt. Ich gehe nochmal hier gucken. Aber ich glaube nicht, dass hier irgendwo was liegt. Nee. Nee. Okay, na dann ab in die Jagdhütte. Ne, Jagdhütte, weiß ich nicht. Beer Creek Lodge. Beer Creek. Oder Bear Creek
Ich will hier nicht festsitzen. Keiner von uns will das, Ellie. Keiner von uns. Okay, wir müssen aber... Also auch wenn ich, ne, mit dem Schädel durch die Wand, wenn das meine Taktik ist, will ich ja trotzdem wissen, wie viele da auf mich warten. Und vielleicht werden wir ja besser. Vielleicht werden wir, wenn wir den ganzen Scheiß überstanden haben, dann sind wir Schleichmaster 3000. Keine Ahnung. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Das sieht man auch alles ein bisschen, das ist mir zu ruhig hier. Das ist mir zu ruhig. Die können nicht alle draußen rumgelungert haben. Wo geht's hier raus? Ich will nicht raus, ich will Joel finden. Okay, bevor ich da runtergehe, gucke ich eher hier nochmal, ob ich nicht hier doch irgendwas Nützliches finde. Das ist nicht dein Ernst, Mann. Kommen die hier rein? Was? Ach Mann, gehe ich jetzt da runter oder gehe ich... Ich gehe jetzt hier runter. Okay. Munition. Kann ich... Ja. Okay. Gewehr. Ja, ich nehme das Gewehr. Komm, das hat extrem viel Wumms. Schrotflinte nehmen wir für die krassesten Notfälle. Und die kleine Knarre. Ach ja, es ist halt. Ach, oh nein. Scheiße. Das wollte ich machen. Das war nur die falsche Taste. So, wo ist er jetzt hin? Er ist einfach weg. Einfach weg. Dabei habe ich die da draußen alle erledigt. Was wollte er überhaupt hier? Der Sack. Alles klar, okay. Hier kommen wir nicht hoch. Da komme ich auch nicht raus. Das heißt, es war einfach nur mal so ein... Oh ja, ich stecke hier mal meinen Schädel durchs Fenster und baller dir eine Kugel rein. Wetten, hier kommt jetzt gleich der Nächste. Pass auf. Da, ich höre ihn doch. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung da drüben? Ich hab die Scheißgürtel. Fuck! Wieder mal das beschissenste Timing ever. Komm. Ich werde dich erledigen. Du machst. Oh Gott! Yeah. Ich glaub's ja nicht, wie blöd das schon wieder gelaufen ist gerade, ey. Es ist zum Verzweifeln. Och. Ich meine, okay, wenn man in Zeitlupe anfängt, mit einem Messer auf Erwachsene einzuschlitzen, als 14-Jährige, dann kann ich so irgendwo nachvollziehen, dass das nicht ganz so rund läuft. Aber das war natürlich knallhart Verschwendung von Ressourcen gerade. Finde ich. Ich meine, wir leben noch, ja. Da vorne liegen ein paar Materialien. Ist das dann doch nicht, wo wir Joel zurückgelassen haben? Ist das hier einfach nur... ein kleines Hotel, wo wir durch müssen, um zu Joel zu kommen? Ich weiß es nicht mehr. Gott. Ich weiß es nicht mehr. Hier liegen ein paar Sachen. Sehr gut. Ja. Okay, dann. Hier raus. War das schon wieder klar oder war das nicht klar?
David, die alte... Die alte Made. Scheiße. What the fuck? Willst du nicht? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Du bist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist doch komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war... ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh. Oh Mist! Dummes kleines Miststück! Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sag ihnen... Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Ellie! Alter! Okay, kurze Zusammenfassung. David ist der Chef einer Kannibalentruppe, die ja gut, ich hab sonst keine gesehen. Ja. Am Anfang hat er gesagt, also als die sich das erste Mal getroffen haben, hat er gesagt, Frauen und Kinder haben wir auch, bla bla bla.
was ich aber nicht so richtig glaube. Von daher ist das, glaube ich, ist erstens ein echter Perversling. So. Geiler Move von Ellie übrigens, ihm den scheiß Finger zu brechen. Fand ich sehr gut. Und jetzt sind wir hier mit Joel. Joel ist wieder halbwegs auf dem Damm, so wie es aussieht. Okay, mal Joel, Bestandsaufnahme. Oh, ich habe meine Shorty wieder und den Revolver und den Flammenwerfer und die Schrotflinte. Bestens. Allerdings glaube ich, dass ich den Flammenwerfer hier nicht unbedingt brauche. Deswegen gehe ich mal mit dem Gewehr. Nachladen. Messer habe ich. Ich habe eine Axt dabei. Ich habe das. Ich habe das. Das, das, das. Alles klar. Okay, damit fühle ich mich ziemlich bereit, Ellie da rauszuholen aus dem Scheiß, in den sie da geraten ist. So. Verdammt, wo bist du? Ja. Okay. Das war gar nicht diese Lodge, sondern das war eine relativ normale Bude. Ja, jetzt natürlich die Frage. Ob hier immer noch diese Typen rumgammeln, aber eigentlich... Oder ob sie immer noch auf der Suche nach mir sind. Oder ob sie es aufgegeben... Ist es da unten? Da unten ist doch der See. Ja, und da müsste dann auch die Lodge sein. Das heißt... Puh, ein paar Meter müssen wir laufen. Ja, kriegen wir aber hin. Komm. Okay, sieht nicht so aus. Obwohl, es sieht immer ruhig aus, bevor die Kacke Ellie anfängt zu dampfen. Schrei doch nicht so. Wo ist sie hingelaufen? Ach, hier sind wir doch mit dem Pferd abgehauen. Aus der Garage und dann hier die Straße runter. Boah, muss ich jetzt den ganzen Weg latschen? Bitte nicht. Was? Ey! Alles klar. Schlechter Schuss. Gar nichts wird hier passieren, Leute. Gar nichts. Wo ist sie? Zack. Der hat gesessen. Die hauen ab? Wieso hauen die ab? Also ich meine, völlig in Ordnung, aber... Komme ich in das Haus rein? Ey, auch noch, ey, mit seiner halb... nur halb verheilten Wunde. Oh, komm, ey. Wo stand denn der? Ich habe ihn nicht... Da an der Ecke? Ja. Oh, ich wollte gerade abdrücken. Jetzt. Das war's mit ihm, oder? Ja. Die hauen echt ab. Okay, dann lass mich einmal kurz checken, ob ich hier rein kann. Nein. Ist hier irgendwas? Ja, hier komme ich durch. Ich glaube... Ja, ich muss den einfach hinterher. Einfach hinterher. Die führen mich zu Ellie. Oh. Ja, pass mal auf, Leute. Das machen wir ganz anders. Was zum Teufel? Erstmal hinrennen und gucken, was es ist. Na los. Wenigstens einer. Hey. Ja. Okay, da würde ich aber auch rennen. Oder so, ihr werdet reden. Ah, Joel. Joel ist wieder back in business. Back in business. So oder so, ihr werdet reden. Obwohl, jetzt fällt mir gerade auf, dass
zumindest die drei, die hier jetzt rumliegen, nicht mehr reden werden. Okay. Jetzt ist hier wieder ein Häuserkampf. Muss ich mich verbinden? Ja. Komm. Ein Medikit haben wir nur noch. Dann mache ich mal eins davon. Das kann ich nicht herstellen. Molotov-Cocktail sind voll. Ah, dann mache ich mir. Komm, dann mache ich mir drei. Besser ist das. Hab dich, Arschloch! Mach ihn kalt! Komm schon! Halt ihn fest, komm. Du kommst jetzt mit. Was willst du von mir? Was soll das? Du bleibst hier. So. Das Mädchen. Ist sie am Leben? Welches Mädchen? Ich kenne kein Mädchen. Fuck! Jetzt sieh mich an. Sieh her. Ich hole dir die verdammte Kniescheibe raus. Das Mädchen. Sie lebt. Sie ist Davids neues Spielzeug. Wo? In der Stadt! In der Stadt! Jetzt wirst du es mir auf der Karte zeigen. Es ist hoffentlich derselbe Punkt, auf den dein Kumpel zeigt. Mach schon! Da ist es! Er bestätigt das! Frag ihn doch! Na los! Ich leg nicht! Verdammte Scheiße, Mann! Er hat dir doch alles gesagt! Von mir erfährst du einen Scheißdreck! Ist schon okay. Ich glaube ihm. Nein, nein! Mach schon auf! Na los, komm! Hör auf damit! Ich hab dich gewarnt! Ich bin infiziert! Ich bin infiziert! Wirklich? Und du auch. Genau da. Roll den Ärmel hoch. Guck's dir an! Ich mach das Spiel mal mit. Was hast du nochmal gesagt? Nichts passiert ohne Grund, ja? Was zur Hölle ist das? Sie wäre längst verwandelt. Die will uns nur verarschen. Für mich sieht's verdammt echt aus. Okay. Mist. Mann. Holy moly. Was ist los mit dem? Okay, ich glaube. David, die alte. Ich brauche eine Waffe. Du, ja, du. Warte mal, ich will hier nichts. Ich will nichts verpassen. Wenn hier irgendwas rumliegt. Was ist denn das jetzt hier schon wieder für ein. Ach so, ich dachte gerade, Schublade, irgendwas hier durch, aber da vorne komme ich da nicht. Okay. Doch, hier komme ich doch durch. Ah, ein Medikit, verstehe. Wir haben David gebissen, das war ja mal wohl das Karma. Der Karma-Move schlechthin.
Okay, komm. Konzentrieren. Konzentrieren. Das ist schlecht. Er ist infiziert, wir haben ihn gebissen. Der Hund wird so langsam draufgehen. Wo muss ich? Kommen die hier rein? Kommen die hier durch? Da. Nee, okay, hier kann ich raus. Alles klar. Ich schätze mal. Wer ist zu weit gegangen? Machen wir klar Schiff. Dann gibt's eine Stadtversammlung. Wir stimmen über die Herrschaft ab. Oha. Sieht nicht gut aus für David. So oder so. Komm schon, Ellie. Ein Revolver. Ein Schuss. Okay, ich habe keine Ahnung, wo genau wir hin müssen, aber 1, 2, da ist noch jemand, da ist einer, okay, der haut wieder ab, ich knüpfe mir jetzt den hier vor. Finde ich auch mal gut, wenn es drauf ankommt und wir nur schlecht ausgerüstet sind, dass dann die Schleichtaktiken alle funktionieren. Ist immerhin in den Worst Cases läuft alles so wie geplant. Finde ich gut. Kann so bleiben. Okay. Schneesturm ist auch, spielt uns in die Karten. Ich werde es mal da probieren. Joel, ey. Joel, ich hol dir die verdammte Kniescheibe raus. So. Okay. Krass übertrieben, ey. Sie sind überall. Ja. Ach so, er da oben. Ist klar, ist klar. Frage, wo es lang geht. Da ist einer, da ist einer. Kommt der gleich die Treppe hoch? Sind die gerade jetzt voll in Alarmbereitschaft, für die Kirchenglocken alle bimmeln wie verrückt? Okay, ihr seid beide noch da unten beschäftigt, dann gehe ich mal da weiter. Ich war einfach, ey, willkürlich. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ich arbeite mich einfach nur vor Richtung Kirchenglocke. Holy moly. Glück gehabt. Das war wieder so eine Situation, wo es hätte schief gehen können. Da wäre wieder alles eskaliert hier. Die kommen auch immer halbwegs aus dem Nichts. Komme ich hier hoch? Ja. Okay. Da ist, glaube ich, zu, so wie ich das richtig sehe. Ich kann geradeaus oder links. Ich versuch's mal links und da vorne rein. Was, wenn du zubeißt? Ja, Mann, ich beiß und kratz. Wir haben schon ein Problem. Wir werden es lösen. Bleib wachsam. Findet sie. So, der Erste, der hier rauskommt. Kommt einer von euch hier raus? Ja, ich glaube schon. Du. Deinem Ende entgegen. Ach nee, doch nicht.
trotzdem. Ach ja, da ist ein Loch in der Wand. Wo ist er jetzt hin? Da. Aber er hat mich doch gerade gesehen, oder nicht? Hat er mich gerade nicht... Das verwirrt mich jetzt alles hier ganz kurz. Wieso ist da nichts drin? Was? Oh. Verdammt! Wo steckst du? Verteilen! Dann nochmal! Oh nee! Das war's. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal rauskommen. Haben wir überhaupt noch irgendeinen Fetzen Gesundheit? Ey, wir sind da gerade echt rausgekommen. Was ist... Oh. Komm schon! Nick, was machst du jetzt? Ich hab die Scheiße... Oh mein Gott. Mit Joel eben noch knallhart. Jeder Schuss ein Treffer. Und jeder Schuss vor allen Dingen ein Kill. Und jetzt? Hier haben wir wieder 4 Munition. Und er ist gerade 2-mal daneben geballert. Oh. Stress. Okay, komm schon. Bitte. Ich habe keinen Rucksack. Ich kann mir nichts machen. Oh, oh. Okay, Moment. Wo kamen wir her? Wir kamen... Naja, ich gehe einfach mal da raus. Ich vermute mal, wir müssen... Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Wo soll ich hin? Ich glaube, ich kann da... Nee. Kam ich von da? Von der anderen Seite des Gebäudes? Ich glaube schon. Ich gehe einfach mal hier weiter. Wo sind sie? Kann ich hier rein? Nee. Hier drin? Nichts. Warte mal, ich kam doch von da, oder? Kam ich nicht... Waren das nicht diese 2 Poller? Nee, das waren andere. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Aber da links gerade Müllcontainer, Fenster. Ja, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Das geht doch. Oh ja, das sieht gut aus. Ey, ich muss aber... Leute, ich muss Heilung finden, bitte. Oh, ja. Perfektes Timing. Alles klar. Okay. Das ist... gefährlich. Glasscherben auf dem Boden... Aber wieso ist hier keiner? Egal, ich filme... beschwer dich doch gar nicht. Alles gut. Alles gut. Keiner da. Verschnaufpause. Raus hier. Was sieht nach Ausgang aus? Das sieht aber auch aus, als wäre das deren... Oh, er ist schon wieder. Was? Schon okay. Du kannst nirgends hin. Ey, der Typ will spielen. Du raus? Dann hol dir ist er ein Arschloch, ey.
nicht infiziert. Was? Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Oh, ich brauche die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Schlüssel? Ach so, um da rauszukommen. Ich hab's dir geglaubt. Ganz kurz. Sollte ich das Licht anlassen oder ausmachen? Ich mach's mal aus. Aber nur ganz kurz. Was habe ich hier? Ich habe nur mein Messer und ein Medikit. Der Typ hat meine Knarre. Hey, Ellie? Ich brauche schon noch irgendwas zum Werfen. Eine Flasche. Ganz ehrlich. Ich hoffe, es tröstet dich zu wissen, nichts davon verkommen wird. Oh, du Arsch. Ja, ja. Penner. Weißt du, wie? Ich wünschte, du hättest wenigstens nicht getötet. Nur seinen Job. Wie alle, die ihn getötet haben. Da ist eine Flasche. Wird uns nur weiter stärken. Das war ein Medikit. Ist aber auch okay. Ach, hier überall die Glasscherben auch, ey. Dann bräuchte ich doch ewig, um zu ihm mal zu kommen. Wo ist er eigentlich? Ellie? Oh. Ellie, komm schon. Ich weiß, dass du mir unbedingt etwas sagen willst. Ach, du mieser Scheißkerl. Okay, schaffe ich das, ihn so zu überraschen? Komm, bieg einfach jetzt nach links ab. Rechts. Nein. Danke. Perfekt. Gar nichts. Bist du jetzt sicher? Jetzt bist du dran, Alter. Bist du dran. Ah. Was? Ist das sein Ernst? Aus anderthalb Meter Entfernung schießt er dreimal daneben. Oh. Mr. Machete. Machete, Dude. So schade, dass du uns ablehnst. Jetzt ist braves. Ja, komm schon. Lauf, kleines Häschen, lauf. Wo ist er? Das gefällt mir gerade nicht. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Da bist du ja, Ellie. Ja, komm, 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 komm. Ja. Na? Hockt er hier immer noch hinter der Ecke? Nee, da ist er. Ha! Ich seh. Was? Oh, er one-hittet mich. Scheiße. Mieser Typ. Ey, wo ist er jetzt wieder hin? Okay. Ich mach trotzdem mal jetzt den Versuch mit Licht. Dude. Hinter mir knacken gerade die Teller. Er geht in die Küche. Da lauert er. Guck ihn dir an. Mach ruhig deinen nächsten Schritt, Junge. Mach deinen nächsten Schritt. Na los. Na los. Habe ich eine Flasche zum Werfen? Nein, habe ich nicht. Komm schon. Hey. Wieso sticht sie denn nicht zu? Das war doch eindeutig eine Chance. Oh Mann, ey. Okay, ich muss wirklich hinter ihn kommen. Verdammt nochmal. Das sind immer so... so Situationen... Ganz haarige Entscheidung. Wo ist er hin? So eine Sekunde zwischen Fail und Erfolg.
Okay, komm, ich habe jetzt nicht die große Wahl. Hier irgendwo... Da ist er. Da hockt er. Guck ihn hier an. Okay, die Frage... War ich das oder war er das? Kann ich ihn irgendwie in die Irre führen? Wo rennt er hin? Wo rennt er hin? Da ist er. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Whoa. Ach, komm schon! Verpiss dich doch mal! Regt mich das gerade auf. Blöder Sack, ey. Da ist er irgendwo. Irgendwo da kommt er gleich um die Ecke geschlichen. Nicht geschissen. Oder ist er hier drin? Nee. Komm schon, wo bist du? Wo bist du? Kein Bock auf dieses ewige Hinweis. Hinten hockt er. Dude. Da habe ich gerade was gesehen im Augenwinkel. Ja, da hinten ist er unterwegs. Da hockt er. Da hockt er. Ich sehe dich doch. Komm schon. Das Ding ist, ich kann ihn ja eventuell auch mit Geräuschen in die Irre führen. Aber das ist schon wieder, das ist dann mega Risiko. Wenn ich jetzt da durchlaufe und dann da wieder rum, dann ist das eine 50-50 Chance von er geht rechts oder links rum. Und ich kann ihm ausweichen oder nicht. Und dann war es das schon wieder. Von daher lasse ich ihn einfach herkommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Rechts, links. Da hinter der Ecke. Wenn ich jetzt aber... Nee, er sieht mich. Wenn ich... Na, er dreht sich zwar manchmal um. Ich weiß aber nicht, ob ich da in dem Raum irgendwie hinter ihm komme. Ich glaube nicht. Deswegen warte ich jetzt einfach, was er macht. Okay, er geht da lang. Jetzt kriege ich dich. Ja. Ha! Komm schon! Dich nochmal zu! Ach, verdammt nochmal. Das war's doch jetzt bald mal, oder nicht? Oh, Joel. Joel. Unangenehmer kann ich mir diese Situation auch gerade für ihn nicht vorstellen. Er hat keine Ahnung, wer er ist. Er ist immer noch übelst angeschlagen, Schmerzen. Eins, zwei, drei. Drei Typen. Naja. Komm, ey, die. Nein! Oh, ich. Ich hab nämlich Dreieck gedrückt, anstatt. Pfeile, habe ich überhaupt. Ja, die nutze ich doch eh nicht. Das war knapp. Da ist einer, da vorne kommt der andere. Ja, komm, Junge.
Junge! Jetzt ist der da vorne dran. Oh, okay, Schleichtaktiken auch hier, wenn es drauf ankommt, funktioniert. Obwohl eine Schießerei auch gar nicht so schlimm wäre jetzt gerade. Der Typ ist mir jetzt auch egal da vorne. Komm, scheiß drauf. Ich hab Besseres zu tun. Fuck, 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 fuck. Oh. Okay. Ich hab keine Wahl, glaube ich. Der Typ da. Der muss dran glauben. Komm ich da durch? Nein. Greif seine Kraft an! Nagel ihn fest! Na, du? Was ist mit dir los? Ich geh einfach mal davon aus, dass ich hier lang muss. Hey, wie viele sind das denn? Oh, aua! Joel. Scheiße! Oh, ne! Okay, komm, 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 komm. Fuck! Alles. Ey! Oh! Eben noch von erfolgreichem Stealth-Mode hier gequatscht und jetzt ging gerade schon wieder alles den Bach runter.